ganz vielen Dank für die nette Begrüßung. Ich bin fast schon rot geworden. Und danke auch, dass Sie es abgekürzt haben mit die ganzen, auch nicht nur die Bücher, sondern auch die ganzen Stationen, ne? Wann ich wo studiert habe, wann ich wo gearbeitet habe. Genau, das langweilt uns ja auch, glaube ich. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein, auch an dieser besonderen Universität. Ich habe mir schon die letzten 30 Minuten da schon mal einen kleinen Überblick verschafft und finde es auch sehr spannend, weil es ja auch so genau mein Thema ist, also sich mit Hochschulen auseinanderzusetzen. Ich bin auch sehr dankbar für die Einladung zu dem Thema. Wir haben uns ja auf den Titel geeinigt, was kann, soll, ist Präsenzuniversität heute, sprechen zu dürfen. Es sind Gedanken, Beobachtungen, die ich mir gemacht habe. Also deswegen auch nochmal danke, dass ich die Gelegenheit habe, das hier quoran publikum, also mit Ihnen zu teilen, und erwarten Sie jetzt auch keine ausgearbeitete wissenschaftliche Theorie. Dafür ist die Zeit ja viel zu schnelllebig. Da arbeiten wir dran. Aber es soll uns einfach helfen, uns nochmal zu verständigen, über gewisse Dinge nachzugehen. Ich habe mir hier auch ein Manuskript, also ich werde es dann auch nochmal veröffentlichen zum Nachlesen. Ich werde es halt jetzt so versuchen, da durchzugehen, weil ich denke, das sind da so ein paar pointierte Formulierungen. Also nicht wundern, wenn ich dann mich irgendwie so sehr an diesem Zettel. Ich sehe schon, dass hier genügend da sind und versuche auch, so gut es geht, da Blickkontakt aufzunehmen. Fangen wir gleich mal an. Also wie ich den Titel bekommen habe, mich über Präsenzuniversität heute Gedanken zu machen, dann habe ich versucht, ich brauche irgendwie so eine Perspektive, also eine Rahmung, eine Einordnung. Und da bin ich auf zwei Dinge gekommen, die ich jetzt hier thematisieren möchte. Nämlich einmal ist es Präsenz als Ausdruck der Medialität von Universität. Was das genau ist, da kommen wir gleich noch dazu. Und im zweiten Teil ist ja natürlich so, wenn es dann heißt, was ist Präsenzuniversität heute, müssen wir, glaube ich, schon vernünftigerweise auch einen Blick zurückwerfen. Also nach vorne ist auch mal so eine Sache, da gibt es ja auch viele sogenannte Gurus oder Experten, die dann kommen mit Masterplan Hochschule 2030, das geht meistens in die Hose, also das sieht dann noch ganz anders da aus, als was die prognostiziert haben. Deswegen halte ich mich jetzt hier auch zurück. Also wenn dann am Schluss Fragen kommen, ja, was würden Sie denn empfehlen, wie soll die Hochschule aussehen, da muss ich gleich mal so einen Spoiler-Alert wegschicken, da kann ich, also da würde ich mich auch eher zurückhalten, auch weil das einfach viel zu komplex ist und zu schnelllebig die Zeit. Nichtsdestotrotz versuche ich eben mit diesen zwei Perspektiven, also ich werde dann auch historisch vorgehen und nochmal zurückgehen eben, also jetzt nicht bis Adam und Eva, keine Angst, aber schon so, was Universität ist und was es ausmacht. Da kommt man gleich mal auch zum wichtigen Punkt meines Vortrags. Es geht um sogenannte blinde Flecken. Also ich habe so immer so einen Eindruck gehabt und in der Vorbereitung, also wenn ich das Thema so beobachte, dass gewisse Dinge ausgeblendet werden. Und die möchte ich heute dann, deswegen ist so der Kreis hier so ein Spotlight, da möchte ich nochmal einen Scheinwerfer hinwerfen, ein Licht versuchen, diese blinden Flecken zu beleuchten. Aber das für Sie schon mal im Hinterkopf zu behalten, ja, was sehen wir denn nicht? Also wenn wir über Präsenzlehre sprechen, auch über Digitalisierung, was beachtet man da nicht? Ich finde, das fand ich ein ganz hilfreiches Konzept, mit den blinden Flecken zu arbeiten. Und ich steige jetzt auch gleich ein mit dem ersten Teil. Und zwar ist das so mein Gedanke gewesen, dass Präsenz ja immer auch vermittelt ist über gewisse Medien. Und wenn man das Ganze nochmal tiefer fasst, also ich habe mich da so ein bisschen bei der Medienwissenschaft, der Medienphilosophie bedient, die sprechen dann von Medialität. Medialität meint so das Spezifikum von bestimmten Medien, wie Radio, Fernsehen, Bücher oder jetzt auch Internet. Das gibt es ja auch so einen Ausdruck Digitalität. Und den finde ich immer passender, als wenn man jetzt von Digitalisierung spricht. Digitalisierung ist kein guter Begriff, weil da wird halt immer sehr viel reingepackt und hat auch so eine Versionierungslogik und so diese digitale Transformation. Und deswegen habe ich jetzt versucht, diesen Begriff Medialität. Und da geht es eben um die Frage, also den Ansatz, also wie können Medien überhaupt Präsenz herstellen oder auch verhindern. Weil ohne Medien, also wir arbeiten jetzt hier auch mit Medien, ich habe ein Mikrofon, wir haben hier einen Beamer, wir haben eine Leinwand, ich habe einen Laptop, also wir brauchen Medien einfach. Aber da gibt es ja auch verschiedene Arten und wie die uns helfen oder behindern können, darum soll es auch gehen. Und dann natürlich auch, um so ein bisschen das Eigenleben der Medien zu beachten,
Was sind die Rollen oder was sind das für Akteure in Kommunikationsprozessen, also in der Lehre? Und welche Veränderungen und Konstanten der Rollen von Medien gibt es da in der Hochschule zu beachten? In meiner zweiten, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, dass Sie das nochmal vor Augen haben. Also in dieser zweiten Perspektive mit dem Heute, da geht es um so eine geistesgeschichtliche Perspektive. Da geht es mir dann eben genau um so eine Gegenperspektive, also nicht so sehr auf Medien zu gucken, sondern über ganz abstrakte, idealtypische Vorstellungen von Universität. Ne, da fällt uns wahrscheinlich allen hoffentlich Humboldt ein, ne, also mit seiner Berliner Reformuniversität, was so vor 200 Jahren in Berlin, also heute in Humboldt-Universität, gegründet wurde, und die ist sehr, sehr stilprägend gewesen und bis heute. Und da gibt es eben andere Modelle, die uns beeinflusst haben. Deswegen ist es hier so mit der Geistesgeschichte gemeint. Also das ist dann etwas abstrakter, aber Sie werden sehen, hoffentlich, dass es da, also ich versuche das möglichst idealtypisch zu machen, damit man auch sich da so ein bisschen einordnen kann und sehen kann, wo man das selber schon wahrgenommen hat. Gut, dann mit der Ausprägung von Medialität, da möchte ich angucken, also einmal analog, das ist ja so, was wir jetzt hier auch machen, also ohne viel, also hier mikrofontechnische Unterstützung, kommen wir jetzt hier zusammen an diesem sonnigen Februartag im schönen Friedrichshafen am Bodensee. Ne? Es sind auch sehr viele da, freue ich mich, ich kenne das auch von einem anderen Tag der Lehre, ich war auch schon mal eingeladen, da war nicht so viel los und deswegen freue ich mich sehr, dass so viele gekommen sind, und das hat ja auch was zum Ausdruck, nämlich, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir Präsenz darstellen, indem wir jetzt uns hier zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, jetzt hier am Nachmittag in Friedrichshafen uns einfinden. Daneben gibt es aber nämlich noch andere Ausprägungen, dann eben das Virtuelle, was dann so ein Abbild ist von analogen Setting, also sowas wie virtuelle Seminare, virtuelles Klassenzimmer, da möchte ich dann auch drauf eingehen, und dann natürlich digital. Ne? Und diesem Buzzword kommt man ja gar nicht mehr rum, das ist ja seit einigen Jahren jetzt auch sehr präsent in der Bildungspolitik in Deutschland und weltweit, also dass ein gesellschaftlicher Transformationsprozess uns bevorsteht, man spricht von Industrie 4.0, Arbeit 4.0, also die nach dem Dampf, nach Elektrizität, nach Maschinen kommt jetzt eben die Algorithmen, Vernetzung, künstliche Intelligenz. Ne? Die Presse und die Medien sind ja voll davon. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Hochschule, und das möchte ich dann auch nochmal diskutieren. Und dann noch als Viertes habe ich dann den Begriff Postdigital gewählt, um auch so ein bisschen Druck rauszunehmen aus diesem ganzen Digitalisierungswahnsinn. Na, man muss jetzt alles irgendwie auf den Kopf stellen, und da fragt man sich schon nochmal, also eigentlich was soll das? Und da gibt es so aus dem Kunst- und Musikbereich eine Bewegung, die nennt sich Postdigital, und die spielen genau auch mit Fortschrittslogik und Revolutionsmetaphern. Ja, also man könnte auch mit Tokotronic sprechen, digital ist nicht immer besser, also die Umdrehung von Tokotronic, ne? Das war ja mal so ein berühmtes Album von denen. Und also da auch zu gucken, was gibt es denn noch für andere Ausprägungen, ne? Wie wir jetzt hier gesehen haben, es gibt ja noch analog und virtuell. Und bei digital ist immer so das Problem, dass da alles, was vorher war oder nicht digital ist, so als minderwertig, als nicht relevant betrachtet wird. Und dem möchte ich vehement widersprechen und dafür eine Figur einbringen, nämlich postdigital. Jetzt schauen wir uns das nochmal auch so ein bisschen historisch an und fangen an mit der analogen Universität. Und die geht nämlich eben zurück auf den Gründungsvater des modernen Universitätstum, Wilhelm von Humboldt, der den Auftrag hatte, eine Reformuniversität zu gründen in Berlin. Der hat es dann nicht so lange ausgehalten in dem Amt der preußischen Bürokratie und hat sich dann mehr seinen Sprachstudien, also ist dann so Wissenschaft zurückgegangen, und Verwaltung war nichts für ihn. Aber er hat uns doch einige bemerkenswerte Hinterlassenschaften gezeigt. Also sein Erbe ist wahnsinnig mächtig. Und so sah das dann damals aus, die Berliner Universität, zu Lebzeiten von ihm hieß es ja noch nicht Humboldt-Universität, wurde erst dann posthum so umbenannt. Und da ist es so, dass die von Humboldt einige leitenden Prinzipien aufgestellt wurden, die Sie ja bestimmt hier auch kennen, nämlich sowas wie
Bildung durch Wissenschaft, also in der Auseinandersetzung mit der Produktion und der Verteilung von Wissen bildet man sich. Ne? Also Humboldt war ja großer Bildungstheoretiker und hat uns da seine idealtypische Bildungstheorie hinterlassen, die besagt, ich bilde mich in der Auseinandersetzung mit mir, mit anderen, so wie hier, mit der Welt. Aber dann hier nochmal an der Universität eben mit Bildung durch Wissenschaft. Und dafür braucht es natürlich auch wieder gewisse Medien, also Kreidetafel, auch Stühle, Pult, Labore, also ganz einfache Sachen, die eben auch eine Präsenz hergestellt haben. Und wie Sie hier so auf dem Bild sehen, ist es ja ein Gebäude, das heißt, die Präsenz findet da statt. Und ein wesentliches Merkmal war ja auch, dieses auf Augenhöhe zu begegnen. Also Lehrende und Lernende bewegen sich auf Augenhöhe. Da gibt es dann nicht so mit dem ganzen Status, ne, wo man den Professor nur vom Hörensagen kennt und wenn man Glück hat, kriegt man einmal einen Sprechstundentermin, aber sonst ist der irgendwie, schwebt der in anderen Sphären. Ne, das war ja gerade nicht so sein Modell, sondern dass es eben gleichberechtigt ist, ne, dass auch sowas wie forschungsorientierte Lehre stattfindet, dass man die Studierenden möglichst frühzeitig in die Wissenschaft mit einfügt und dadurch eben Bildungsprozesse auslöst, dadurch, dass man sich eben mit Forschung und mit Auseinandersetzung der Produktion von neuem Wissen auseinandersetzt. Es gab aber damals noch nicht so eine richtige Auseinandersetzung zu Medien, sondern das kam ja erst viel später. Also man hat eben die Medien, es gab ja noch keine Massenmedien, ne, wie Fernsehen und Radio, sondern man hatte eben dann Bücher, Bibliothek auch als zentrales Gebäude für Präsenz, wo man sich trifft und austauscht, oder Mensa, wo man dann auch so die grundlegenden Dinge des Lebensvollzugs meistern kann. Also das war alles sehr analog, indem es eben kaum technische Unterstützung gab. Und deswegen konnte man sich eben auch konzentrieren auf diese, ne, auch sehr philosophisch Prinzipien der Bildung, der Auseinandersetzung. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass es eine sehr elitäre Veranstaltung war. Ne? Wenn man sich anguckt, wie viele Prozent der Bevölkerung damals studieren konnten, war das natürlich sehr, ich habe jetzt die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber das ist sehr, sehr, sehr wenig, sehr, sehr gering. Und deswegen muss man da mal vorsichtig sein, das jetzt so zu glorifizieren. Also das gibt es ja auch in der Diskussion, dass Humboldt als Ahnherr immer noch gilt, obwohl es ja 200 Jahre her ist. Ne? Das ist so eine ganz paradoxe Situation. Ne? Also man, ist wie so eine, man kann nicht kommunizieren, also man kann nicht über Humboldt sprechen, weil er schwebt immer irgendwo und es wird sich doch darauf bezogen. Paradoxerweise auch von Menschen, die genau das Gegenteil von Humboldt propagieren. Die nehmen dann auch Humboldt als Aushängeschild unseres deutschen Bildungsbürgertumserbes. Und man sagt immer, Humboldt erwähnt, der Name, dann ist schon alles geklärt, da muss man sich über Bildung keine Gedanken machen. Dann werden eben Ansätze propagiert, die mit Humboldt nicht viel zu tun haben. Also das so als sehr wirkmächtiges Modell, wo wir heute immer noch sehen, ganz viele Elemente daraus, also auch so Einsamkeit und Unfreiheit, also diese Bildungstheorie, weil er versucht hat, nicht nur bei der Theorie stehen zu bleiben, also ganz grundlegende Fragen, was ist es, was uns Menschen ausmacht, das war ja auch so die Zeit des deutschen Idealismus, Aufklärung, und was macht es aus, und dann eben aber auch die bewusste Entscheidung des Staates, wir brauchen staatliche Universitäten, um eben dem einen Raum zu geben, Präsenz zu schaffen für die Produktion von Wissen. Und damals war noch nicht so sehr, wie es heute ist, forschungsintensiv, sondern es ging hauptsächlich um die Archivierung, also um die Konservierung des Wissens. Das hat sich dann später gewandelt, wo es dann forschungsstarke Universitäten, Exzellenzcluster, ne, dieser ganze Wahn jetzt mit der Exzellenzinitiative, wo es dann diese Entkoppelung stattfand, also dass Forschung nur noch um der Forschung willen stattfindet und die Lehre davon entkoppelt wurde. Das findet man bei Humboldt nicht. Dann gehe ich mal weiter. Viele, viele Jahre, und das kommt natürlich ein riesen Zeitsprung, zur virtuellen Universität. Und die hat aber einen Satz möchte ich noch zu Humboldt sagen, das ist auch ganz interessant, weil es ist ein Exportschlager gewesen. Also das Humboldtsche Modell ist stilprägend für amerikanische Colleges, also Harvard, Stanford, ne, da habe ich mal so ein sehr interessantes Buch gelesen, wo einer der Gründungsväter von, ich glaube Harvard war es, nach Deutschland gekommen ist, sich das angeguckt hat und dann so seine Blaupause bekommen hat, zurück in die USA gefahren ist und dann diese ganze sogenannte Ivy League, also die Top-Universitäten in den USA,
vor allen Dingen an der Ostküste, die bauen auf Humboldt auf sein Modell bis heute. Ne? Die haben dann eben auch dieses Liberal Arts, wo man in Geisteswissenschaft eingeführt wird, wo man sich mit grundlegenden Dingen, Literatur, Kunst und so weiter auseinandersetzt, um so eine humanitäre Bildung zu haben. Was wir leider an deutschen Universitäten überhaupt nicht mehr finden. Aber dazu komme ich auch noch. Jetzt gehen wir mal zur virtuellen Universität. Da haben wir eine Teilvirtualisierung der Universität. Also es war natürlich keine, deswegen ist es auch mal so ein schwierig wie der Begriff. Also es fanden dann Virtualisierungen statt von Vorlesungen. Also Baden-Württemberg kenne ich das noch aus eigenen Studienzeiten. Ich komme ja auch aus diesem Bundesland und habe vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten studiert und damals gab es eben dieses Projekt Virtuelle Universität Oberrhein, VIROR. Das war dann Freiburg, Mannheim, da wo ich studiert habe, Heidelberg, Karlsruhe. Und das war damals total advanced, fortschrittlich, dass eben Vorlesungen, dass jemand hier gestanden hat und die Studierenden saßen dann in Freiburg, das wurde dann gestreamt. Weil Unis hatten sehr, sehr, sehr super, schnelle Leitungen, ne, richtig dicke Leitungen, da konnte man dann die Bits und Bytes da durchschicken. Und aber da sieht man ja schon, dass man das eine 1:1 Abbildung geschaffen hat. Also man hat ja das Virtuelle dann einfach nur als Kopie, als Nachbildung des Analogen gesehen. Man hat ja dann nicht irgendwie gesagt, ja, dieses virtuelle Cyberspace, da kann man irgendwie neue Sachen bauen. Nein, man hat sich ganz eng an diesem Analogen orientiert, virtuelle Seminare, virtuelle Vorlesungsaufzeichnungen oder was auch sehr, sehr beliebt ist heute noch, sind ja die virtuellen Klassenzimmer, ne? Also so wie Adobe Connect, ein System, wo man das dann auch nachbauen kann. Und diese Versuche wurden in den 90er Jahren dann gefahren. Warum? Weil das technisch möglich war. Also die Didaktik, Pädagogik oder gar Bildungsüberlegungen, wie wir es bei Humboldt hatten, spielten keine Rolle gespielt, sondern es wurde gemacht, weil es technisch möglich ist. Die Leitungen waren da, es waren auch hauptsächlich Informatiker, die da vorangegangen sind. Und ich sage, das machen wir jetzt mal. Und deswegen ist die didaktische Qualität dann auch überschaubar von diesen Versuchen gewesen. Und die haben sich dann auch nicht wirklich durchgesetzt. Also es ist dann irgendwie, ich habe das versucht jetzt in Vorbereitung auf diesen Vortrag so ein bisschen nachzurecherchieren und da gibt es ein paar Artikel, die aber auch eher kritisch sind und dann ist da so eine Abnahme einfach entstanden. Das heißt, das hat dann nicht mehr so eine Rolle gespielt. Weil auch man ist an andere Funktionsbereiche, weil das heißt ja Universität, da gibt es ja sowas wie noch wie Verwaltung, wie Forschung, da ist man ja auch noch nicht rangekommen. Und ist ja heute auch noch so. Ich weiß nicht, ob hier elektronische Prüfungen möglich sind oder wie weit hier virtuelle Seminare eine Rolle spielen. Also Pionierarbeit gab es und deswegen ist auch so meine Empfehlung, die sich nochmal anzugucken, um auch aus den Fehlern zu lernen, positiver zu formulieren, auch aus den Erfahrungen zu lernen, was damals gemacht wurde, ne? und auch vielleicht mehr so das studentische Leben oder den wie es Neudeutsch heißt, Student Lifecycle in den Mittelpunkt stellen. Das war damals, glaube ich, nicht so der Fall, sondern es war eher so eine Verwaltungssache oder Informatiksache, ohne jetzt auf die Bedürfnisse zu gucken, sondern es waren einfach Experimente, sagen wir es mal so. Und das wurde dann mehr oder weniger wieder eingestellt, weil eben auch die Didaktik nicht so funktioniert hat. Es gab auch sehr viele verschiedene Begriffe, auch sowas wie Teleteaching, wo man dann auch nicht genau gewusst hat, was da jetzt eigentlich gemeint. Also es gab da kein allgemeines Modell oder Theorie schon gar nicht. Hier ist nochmal ein Screenshot von der Seite. Also da gibt es nur einzelne Seiten, kann man heute finden. Das ist jetzt von 2000 und da ist nochmal so ein Zitat. Also mit VIROR, mit dieser virtuellen Universität Oberrhein, soll eine Standardisierung der Lehrinhalte, eine Verbesserung des Lehrangebots und eine zukunftsgerichtete Orientierung von Dozenten und Studierenden im Hinblick auf neue Medien und Kulturtechniken erreicht werden. Also es ist schon ambitioniert, wenn auch hier sogar von Kulturtechniken gesprochen wird. Tatsächlich hat man das nicht so gesehen, also weil das hauptsächlich eben diese Standardvorlesungen sind und ich hoffe, ich trete jetzt hier keinen zu nahe, aber wir wissen ja, dass Vorlesungen auch Nachteile haben. Also es gibt ja sogar Studien, dass das Aktivitätsniveau beim Schlafen höher ist als in der Vorlesung. Das gibt es von amerikanischen Wissenschaftlern. Finde ich aber auch immer schwierig, weil es dann immer so ein Dashing hineingeht. Ich finde, Vorlesung hat auch ihren Wert, aber dann nochmal zu gucken, was kann man da drehen.
Jetzt kommen wir mal auch wieder einen großen Schritt weiter. Also nachdem diese Virtualisierungswelle, also dieses Nachbauen von Präsenz nicht so funktioniert hat. Vielleicht die Älteren unter uns kennen vielleicht auch noch Second Life. Das war ja auch so ein virtuelles Element oder virtuelle Umgebung. Hat sich auch nicht. Also die Zahlen sind auch da sehr, sehr zurückgegangen. Jetzt waren wir total gehypt, mittlerweile nicht mehr. Aber wir haben jetzt einen neuen Schwung bekommen, nämlich durch die Digitalisierung. Und die hat jetzt auch die Universitäten erfasst. Und das ist dann auch aus verschiedener Hinsicht spannend. Also einmal auch, wenn man guckt, wie dann so eine Diskontinuität zu den früheren Diskursen, also zu E-Learning oder Virtualität stattfindet. Ne? Weil da kommen einfach neue Akteure ins Spiel, die dann mit großen Versprechungen von Revolutionierung der Bildung. Aber die kennen halt entsprechend und die kennen eben nicht diese ältere Entwicklung E-Learning. Ne? Das gibt's ja auch schon ganz lange. Das habe ich jetzt gar nicht so drin gehabt, bin ja gleich zur Virtualisierung gegangen. Das heißt, wir haben es da einmal schon mit einer Weiterentwicklung zu tun, aber auch nicht so richtig. Und es ist viel breiter jetzt, ne? Weil jetzt auch die gesamte Universität erfasst wird. Also auch die Verwaltung, die Forschung, die Administration, Prüfungsorganisation, ne? Also auch so Infrastruktur, was so drunter liegt, was wir gar nicht mitbekommen, was aber, ne, wo getrennte Systeme sind, wenn man irgendwo sich für eine Prüfung anmeldet, wenn man ein Buch in der Bibliothek ausleiht, wenn man irgendwie seine E-Karte, Studentenkarte aufladen will. Das waren ja oft getrennte Systeme und dann arbeitet man ja dran, die jetzt auch zu verbinden im Untergrund. Deswegen ist auch hier so mit Vernetzung. Und natürlich jetzt auch mit dem Smartphone, also mit der Geburt des iPhones 2007, ist da nochmal eine ganz neue Dynamik reingekommen. Allerdings eben von außerhalb der Universität. Also man spricht ja von digitaler Transformation, was die gesamte Gesellschaft betrifft und auch die Universität. Und das ist ja nicht, was aus der Universität entstanden ist und sagen, so, wir haben jetzt die Digitalisierung erfunden oder als gesehen als neue große Entwicklung, sondern wir müssen uns jetzt dazu irgendwo positionieren. Und da gibt es natürlich verschiedene Entwicklungen, verschiedene Richtungen. Also es, so wie ich das wahrnehme, ist es sehr polarisierend. Es gibt eben Leute, die sprechen dann von, also wie Manfred Spitzer, von Untergang des Abendlandes durch Smartphones, ne? Internet macht dumm, träge, impotent. Und dann gibt es auf der anderen Seite Leute wie Jörg Träger von der Bertelsmann Stiftung oder von CAE, der dann eben von der digitalen Bildungsrevolution spricht. Und ich denke, wie so oft, die Wahrheit liegt dazwischen. Und da ist es eben auch, wo es so komplizierter wird, weil ich denke, da müssen halt Universitäten oder jede Universität für sich so einen Weg finden, wie man sich jetzt dazu positioniert. Aber um da nochmal so ein bisschen in die Geschichte, also in die jüngere Geschichte zu gucken, Digitalisierung in Deutschland ist sehr eng verbunden mit einem Phänomen, was aus Kanada oder dann den USA über den großen Teich zu uns geschwappt ist. Die sogenannten Massive Open Online Courses, MOOCs. Ja, das ist eigentlich 2008 in Kanada entstanden, dann aber so richtig Fahrt aufgenommen 2011, 12 auch durch einen sehr berühmten deutschen Informatiker, der dann bei Google Labs gearbeitet hat und in Stanford unterrichtet hat und dann seine Vorlesungen, also genau eigentlich das gleiche gemacht hat wie Viro, nur das war eben USA und nicht Karlsruhe oder Mannheim. Das heißt, das hat damals keinen interessiert, aber der Boden wurde ja schon gewissermaßen bereit und er ist dann 20 Jahre später gekommen und hat das gleiche gemacht, nämlich er hat Vorlesungen genommen, ins Internet gestellt und diese Vorlesungen waren eigentlich nur zugänglich für ein sehr elitäres Publikum, nämlich für Menschen mit großem Budget, also finanziell. Und die konnten sich das leisten. Und dadurch, dass es dann ins Internet gestreamt wurde, verfügbar gemacht wurde, war dann ein riesen Hype und man sprach dann von Revolution, weil eben jetzt, man braucht nur noch einen Internetanschluss und alle Menschen können da dran teilnehmen. Universitäten sind dann auch sehr schnell auf diesen Waggon, auf diesen Zug, auf diesen ICE oder dreifach ICE, weil es so eine wahnsinnige Geschwindigkeit war, aufgesprungen. Gab in Deutschland so ein MOOC Production Fellowship auf dem Stifterverband, wo es 10 mal 25.000 Euro gab, aber es war halb Deutschland hat dann auch eigenes Geld in die Tasche genommen, um ja auf dieser MOOC-Welle mitzureiten.
Man hat auch wie so oft gemerkt, wenn es um bildungstechnische Innovationen geht, also sehr hohe Erwartungen, tatsächlich war es auch wie hier, also wie bei der früheren E-Learning oder virtuellen Erfahrung didaktisch, war das sehr, sehr, sehr überschaubar. Die Abbrecherquoten, obwohl das auch mal so eine eigene Diskussion ist, weil das gerechtfertigt ist, weil das sind ja keine streng linearen Kursen, aber ich finde es trotzdem wichtig, Abbrecherquoten 90-95%. Und also es ist auch wirklich ein Wahnsinn anzunehmen, mit MOOCs könnten jetzt auf einmal Menschen aus bildungsfernen Schichten, also das ist auch kein guter Begriff, aber Sie wissen, was ich meine, aus bildungsfernen Schichten können jetzt mit MOOCs lernen, weil es verkennt natürlich total, dass diese MOOCs eine Affordanz haben, also einen Angebotscharakter haben, wo ich auch mich selbst steuern muss beim Lernen, wo ich Digitalkompetenz brauche. Also einfach nur zu sagen, hier Internetanschluss und log dich da ein bei dem MOOC und du wirst gebildet, ist natürlich kompletter Blödsinn. Und das haben mittlerweile auch mehr auch Hochschulen begriffen. Deswegen sprechen die heute auch nicht mehr so gerne vom MOOC-Hype. Ne? Also weil man hat das schon auch gemerkt, wie auch so von Führungsebene der Hochschulen, wie die da so ganz nervös wurden, die Menschen. Aber mittlerweile hat sich das wieder beruhigt. Ne? Und deswegen spricht man jetzt auch von Digitalisierung. Aber die MOOCs waren einfach ein Treiber für die Digitalisierung in Deutschland. Weil da hat man mal gesehen, was es ist. Ne? Übers Internet gestreamt, Vorlesungen und da können alle mitmachen. Super Sache. Und ist ja auch was Gutes, weil jetzt sind wir drüber weg, jetzt sind wir so in der Post-MOOC-Phase und jetzt können wir uns auch wirklich um vernünftige Konzepte kümmern. Und dazu gibt es ein Forum, das Hochschulforum Digitalisierung, was ich empfehlen kann, also auch ohne jetzt Werbung zu machen, also ich bin da in verschiedenen Gremien aktiv, aber ich finde das eine schöne Sache, weil das ist genau auch eng verknüpft mit dem MOOC-Hype. Also MOOC-Hype in Deutschland war so 2015, hat eine Verzögerung gehabt zu den USA. Und dann ist vom BMBF, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, ein Projekt gefördert worden, was getragen ist vom Stifterverband, vom CAE und sogar von der Hochschulrektorenkonferenz. Also verschiedene Akteure zusammen und die machen einen sogenannten Think Tank, also eine Denkwerkstatt. Und da können Hochschulen sich einbringen und sich austauschen. Und das ist jetzt in der zweiten Phase, wo es auch stark um Lehre geht, also um Vernetzung von Lehrenden. Da kann ich Sie auch nur hier einladen, da mal drauf zu gehen, zu gucken. Was ich jetzt hier nochmal sagen wollte, war diese Art, über Digitalisierung zu sprechen, ist stark jetzt vom Hochschulforum geprägt. Die haben jetzt hier 20 Thesen vorgelegt und in der ersten These heißt es schon, die digitale Hochschule gibt es nicht. Weil, wie ich ja auch schon gesagt habe, es stößt einen weiteren, umfassenderen Differenzierungsprozess im Hochschulsystem an. Also mit die, das müssen wir eigentlich dann groß schreiben, beziehungsweise die eine digitale Hochschule gibt es nicht, sondern es gibt natürlich dann verschiedene Digitalisierungsgrade. Und ein Schwerpunkt jetzt im Moment ist ja auch so eine Strategieberatung, Peer-to-Peer nennt sich das, wo Hochschulen beglückt werden von ausgewählten Experten, Expertinnen und dann nochmal sich auf Herz und Nieren prüfen lassen im Hinblick auf die Digitalisierung. Das ist ähnlich wie beim MOOC-Hype auch ein Riesenansturm auf die Plätze. Also wir haben 6 Plätze pro Jahr, wo Hochschulen sich bewerben können und sich fit machen, wie es immer so schön heißt, für die Digitalisierung. Ich glaube, Baden-Württemberg, das Land, investiert da mittlerweile auch. Also wer da, und das wäre für Sie interessant, wer da einfach gute Ideen hat, gute Konzepte, der ist da immer herzlich willkommen, weil da fehlt es. Und durch diesen ganzen Hype-Wahn fehlt es auch oft an vernünftigen Ideen und Ansätzen. Da bin ich jetzt auch schon bei meinem vierten Punkt der Ausprägung, nämlich die postdigitale Universität. Ich war jetzt ja ziemlich polemisch auch in meinen Ausführungen, aber das hat ja auch seinen Zweck, weil so ein bisschen ne, auch aufrütteln und so ein bisschen provokanter sprechen, weil diese ganze Digitalisierung führt eben dazu, dass wir uns um wesentliche Dinge wie was ist Präsenz gar nicht mehr so auseinandersetzen, weil es geht ja nur um Digitalisierung. Und digital heißt ja nichts anderes wie 1 und 0. Ne? Also es kommt ja so auch mit Zeigen, ne, mit Fingern und so. Und das dann alles zu digitalisieren, ist ja, glaube ich, nur ein Traum für irgendwelche Techno-Utopisten. Also das wird ja hoffentlich hier auch keiner wollen, die vollständig digitalisierte Universität. Sonst wäre ich, glaube ich, hier bei der falschen Veranstaltung. Und deswegen gibt es eben, wie ich eingangs schon erwähnt habe, diese Gegenbewegung aus dem Kunst- und Musikbereich. Und hier ist ein sehr berühmtes Bild. Es gibt so einen programmatischen Artikel,
was postdigital überhaupt ist. Und da habe ich das auch raus. Finde ich eine sehr lustige Anspielung auf dieses Hipstertum und immer vorne weg sein. Und da wird nämlich genau damit gespielt, weil der junge Mann hier auf der Bank hat eben kein Smartphone oder Tablet oder Wearable oder irgendeine schicke Uhr, sondern er hat eine mechanische, also analoge Schreibmaschine. Und warum? Weil diese Schreibmaschine eine eigene Wertigkeit hat. So wie eine analoge Schallplatte. Ich weiß nicht, wer die noch kennt, ne? Diese schwarzen, kreisförmigen, ne? Also, ne? Und die haben einfach eine höhere Qualität als MP3, weil MP3 wird was abgeschnitten. Ne? MP3 wird links, also im niederen Bereich, im oberen Bereich, ist optimiert für unsere menschlichen Ohren, aber die Qualität ist viel geringer als eine analoge Schallplatte. Aber das wollen wir alle. Ich nutze es ja auch hier am Smartphone, Amazon Music. Habe ich dann auch, klar, höre ich unterwegs, kann jetzt keinen Schallplattenspieler mitnehmen, aber von der Qualität her ist es schlechter. Ne? Oder ich denke, ähnlich bei Büchern. Ne? Ich bin großer Buchfan, also gedruckte Bücher, mit E-Books kann ich nichts anfangen. Also Texte mal ja, aber ganzes Buch kaufe ich mir immer. Und genau darum geht es eben bei diesem Postdigital, dass man, das heißt natürlich jetzt nicht nach der Digitalisierung. Ne? Was soll nach der Digitalisierung kommen? Kann da überhaupt noch was kommen? Nein. Es geht darum, dass wir auch wieder zurückgucken und spielen, kreativ mit analogen und digitalen Medien umgehen. Genau wie hier auf dem Bild. Ne? Also, ich habe mir hier auch meine Notizen ausgedruckt, habe hier digital. Also, was kann man, und dann, das ist ja aus dem Musikbereich, wir müssen es ja dann auf die Bildung übertragen oder auf Universität. Was würde das da bedeuten? Aber sich dann nicht auch nicht in so einem Retro-Tum verheddern, also sagen, alles was mit digital zu tun hat, lehne ich ab, finde ich auch schlecht, sondern man muss sich schon damit auseinandersetzen, um zu verstehen, was das überhaupt ist. Da kommen ja auch neue Sachen. Ne? Also der neueste heiße Scheiß ist ja jetzt Blockchain. Ne? Also bei meinem früheren Arbeitgeber in Lübeck, die entwickeln jetzt gerade so die erste Blockchain-Instanz für Deutschland. Also wo man digitale Zertifikate ablegen kann. Da geht es nun nicht so sehr um Sinn, sondern einfach wir machen es. Also es ist oft so ein starker technologischer Determinismus. Wir können das, also machen wir das. Und da einfach zu sagen, ist Blödsinn, will ich nicht, finde ich auch nicht hilfreich, sondern man muss sich schon damit auseinandersetzen. Und da hilft natürlich auch, wenn man eine eigene Mission hat, einen eigenen Kern, also ein eigenes Bildungsverständnis. Was macht das überhaupt aus? Weil, genau, da kommen wir jetzt hier auch zu einer Unterteilung. Also wenn man sich nochmal die aktuelle Diskussion anguckt mit Digitalisierung, verstehen wir das ausschließlich nur über technologische Innovation. Die habe ich ja gerade so kurz skizziert. Was wir aber an der Universität haben, also hoffentlich noch, ist ja was mit Bildung. Und das ist ja dann so der Untergrund. Und da jetzt von Fortschritt zu sprechen, macht ja nicht so viel Sinn. Also diese ganzen Versionierungen aus der Softwarelogik 1.0, 2.0, 3.0, Web 2.0, E-Learning 3.0 und jetzt gibt es Bildung 4.0. Und da kann ich gerne mal hier rumfragen, weiß jemand, was Bildung 4.0 ist? Ich nehme es gern vorweg, ich auch nicht. Also das ist einfach Blödsinn, ne? Bildung 4.0, weil man das einfach übertragen hat. Ne? Also man hat die technologische Innovation und meint das jetzt verbinden zu müssen mit Bildung. Und das muss man sich nochmal klar machen. Gleichzeitig sollte man auch nicht bei Humboldt stehen bleiben, sondern gucken, was macht das denn heute aus? Weil wir können uns ja nicht zurück ins 19. Jahrhundert beamen, sondern wir leben ja im Hier und Jetzt, wo wir umgeben sind von den Geräten, wo wir auch den Machenschaften der großen Digitalkonzerne ausgeliefert sind. Das ist natürlich schon eine große Aufgabe. Einen Punkt wollte ich noch machen, was ich auch ganz interessant fand, eben auch so, was nun mal dieses Postdigitale zeigt, also Umgang mit Anwesenheitspflicht. Soll man Studenten zwingen, im Hörsaal zu sitzen? Gab zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen dann von der Landesregierung den Beschluss, Anwesenheit Pflicht abzuschaffen. Warum? Weil es keine erwachsenengerechte Lernform ist. Das macht man vielleicht in der Schule oder im Kindergarten, mit Erwachsenen nicht. Die sollen kommen und gehen, wann sie wollen. Dann gab es eine groß angelegte Studie von Rolf Schulmeister aus Hamburg und da wurde gezeigt, dass gerade die schwächeren Studierenden nicht von dem Weglassen der Anwesenheitspflicht profitieren. Also einfacher formuliert, die profitieren von der Anwesenheitspflicht. Das ist besser, wenn man dann auch mal regelmäßig kommt, auch wenn es anstrengend ist oder müde und draußen schönes Wetter ist,
Aber dieses gemeinsame im Hörsaal zu sitzen, hat ja auch seinen Wert. Da gibt es eben diese Studie, die kann man sich ja nochmal angucken. Oder noch ein anderes Beispiel, war es ganz aktuell in der FAZ. Da hat sich ein Frankfurter Mathematikprofessor furchtbar aufgeregt über YouTube. Weil es gibt auf YouTube ganz viele kleine Clips, ne, wo man Schminktipps bekommt, wie man seine Stühle streicht, wie man Mathematik lernt. Ne, Tutorials, selbst gemacht, zum Teil wirklich gut. Und er sagt, das ist Bulimie lernen, aber keine Bildung. Und das finde ich jetzt auch wieder so eine Vermischung hier von dem, weil es gibt ja technologische Innovationen, sowas wie YouTube, und dass da ganz viele gibt. Und das dann daraus jetzt gleich abzuleiten, dass es Bulimie lernen, liegt ja nicht an dem Medium, an YouTube, sondern eher an der Institution. Ne, also dass dann eben Universitäten zum Bulimie lernen produzieren oder anleiten. Und deswegen finde ich das dann auch eher zu kurz gegriffen, sondern müsste eher sich freuen, dass es YouTube-Videos gibt, dass ich eine größere Vielfalt von Ressourcen habe und die Studierenden sich damit auseinandersetzen können. So, jetzt kommen wir mal zum zweiten Punkt, zur Geistesgeschichte von Universität. Jetzt haben wir ja viel über Digitalisierung, über Virtualisierung, auch über analoge Sachen gesprochen. Jetzt möchte ich nochmal kurz zurückblicken, was überhaupt Universität war und wie sich es geändert hat. Da gibt es einen ganz tollen Artikel im Kursbuch, 301 Gramm Bildung, weil das 301 Gramm schwer ist, und da von Amin Nasehi, Universität wozu? Und da würde ich mich jetzt großzügig bedienen und das für Sie jetzt hier nochmal aufbereiten. Und ich will mir da aber auch angucken, was ist die Rolle der Präsenz in den unterschiedlichen Modellen. Da kommen wir wieder zu unserem bekannten Urvater, nämlich der jetzt hier auch auf der Briefmarke ist, Wilhelm von Humboldt, der eben diese klassische Universität, wenn wir über Universität sprechen, kennen, nämlich diese preußische Universitätsreform. War damals wirklich eine Reform, weil eben Ablösung von der Kirche war auch im Zusammenhang mit der Französischen Revolution, war eine Neuerung wegen auch des Bildungskonzepts, Bildung durch Wissenschaft, Auseinandersetzung mit Studierenden und Lehrenden auf Augenhöhe, ohne Hierarchie. Dann gab es eine Bewegung, also Humboldt war ja auch großer Vertreter von Allgemeinbildung, also Persönlichkeitsbildung. Dann gab es eben technische Hochschulen, die Berufsbildung stark gemacht haben. Das steht natürlich im Zusammenhang mit der Industrialisierung. Man brauchte gut ausgebildete Fachkräfte. Und deswegen wurden dann eben technische Hochschulen gegründet, die aber dann sich nicht immer so diesem allgemeinen Bildungsideal verschrieben haben, sondern Berufsbildung. Und es wurde jetzt ein bisschen verwässert, dass bei Humboldt war auch schon Berufsbildung drin, aber über allem stand eben diese allgemeine Bildung. Dann machen wir nochmal einen großen Sprung in die 60er oder späten 60er Jahre, die sogenannten Studentenproteste. Und die finde ich spannend, auch für unsere heutige Frage. Warum? Weil die haben experimentiert mit verschiedenen Formen auch der Präsenz. Ne? Die haben dann Sit-ins gemacht, die haben Versammlungen gemacht, Vollversammlungen, haben sich da getroffen und diskutiert. Und das hatte auch Auswirkungen auf die Gesellschaft. Also die sind ja dann auch aus der Universität herausgegangen und haben eben diese Präsenzformen exportiert. Und da können wir auch von lernen, nämlich dass wir auch weiter in die Gesellschaft hineinwirken und uns da eben nicht isolieren, Elfenbeinturm, sondern uns auch beteiligen am gesellschaftlichen Entwicklung, am Prozess, der da stattfindet. Und die sind ja auch ausgegangen, die wollten ja auch die ureigenste Form von Präsenz haben, nämlich im Seminar zu diskutieren. Die haben sich natürlich auch gewehrt gegen Professorinnen, die durch die NS-Diktatur vorbelastet waren. Die wurden ja einfach weiter angestellt. Und dagegen hat man sich gewehrt, wie das denn eben sein kann, dass man da auch nicht reflektiert. Und da gab es eben wirklich, also es war so eine Hochphase, auch diese Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen, so natürlich auch vielleicht überpolitisiert, ich will es jetzt auch nicht glorifizieren, sondern mir geht es einfach nur um den Punkt, deswegen habe ich es auch Protestlaboratorium genannt, dass man da experimentiert mit verschiedenen Formen. Und wo nicht, wenn an der Universität. Und so zum Schluss, also was wir in den letzten Jahren noch sehr stark sehen, es geht dann natürlich auch wieder zusammen so mit einer Massifizierung. Bei Humboldt waren das immer, ne, sehr intime Verhältnisse,
irgendwann auch so in den 60er, 70er Jahren kam die Massenuniversität. Da wurden im Ruhrgebiet ganz viele Universitäten gegründet. Vorlesungen, also hier ist es ja noch überschaubar, aber sonst spricht man hier dann Audimax und spricht man von mehreren hundert Menschen. Warum? Weil die Universität zum Aufstiegsgenerator wurde. Da gibt es vom Ministerium wieder ein Programm, Aufstieg durch Bildung. Also Bildung als die zentrale Ressource. Und je mehr gebildete Menschen wir haben, desto besser. Ne? Wie wir die aber alle bilden bzw. ausbilden sollten, ist natürlich wieder eine andere Frage. Ne? Das sehe ich dann, auch kritisch. Also es sind ja mittlerweile schon, ich glaube, 50% eines Jahrgangs, die an die Hochschule gehen. Das ist ja Wahnsinn, wenn man das mit früheren Zahlen vergleicht. Aber das ist einfach nur mal ein neues Modell, das sehr stark politisch gewollt ist von der Regierung und wo man jetzt auch gucken muss, wie man damit umgeht. Das ist, glaube ich, jetzt hier nicht so ein Thema, aber generell, was dahinter steckt, ist einfach die Idee, Universität als Versprechen auf eine bessere Zukunft. So, zum Abschluss möchte ich jetzt nochmal diese Perspektiven verschränken. Also wir haben hier im ersten Teil gehört, was zu Präsenz als Ausdruck der Medialität von Universität, also analog, virtuell, digital, auch wie sich dieses analoge Modell sehr stark verfestigt hat. Also es gibt ja heute immer noch eben diese Vorlesungen, Seminare, es gibt sowas wie Inverted Classroom, ne? Also wo dann zum Teil auch eine Überhöhung von Präsenz stattfindet, indem man sagt, die Lehrenden, die Professoren, die degradieren sich ja dann zu sogenannten Lernbegleitern. Also die sagen, ich bin kein Lehrender mehr, ich bin Lernbegleiter oder Coach. Die machen dann ihre Vorlesungen auf Video, sollen die sich im Vorfeld angucken. Wenn dann die Vorlesung ist, die keine Vorlesung mehr ist, dann trifft man sich und diskutiert. Und da geht aber was Wichtiges verloren, was für mich Universität ausmacht, nämlich von gewissen Geistesgrößen auch zu lernen. Dahin zu gehen in die Vorlesung und sich in den Bann, in die Aura davon gefangen nehmen zu lassen. Und wenn ich dann mich selbst als Lehrender so weit degradiere, dass ich dann gar nicht mehr am Pult stehe, sondern da und dann noch gucke, wie man da diskutiert, finde ich auch schwierig. Also das einfach auch nicht vorschnell aufgeben. Dann haben wir im zweiten Teil, es war etwas schneller, glaube ich, von der Geschwindigkeit, aber da haben wir diese verschiedenen Modelle nochmal gesehen, wo es auch immer mehr so in Richtung Verwertung von Bildung geht, Ausbildung, Berufsbildung, Aufstieg durch Bildung. Und der Ursprungsgedanke verwässert wird, auch durch Massifizierung. Und Sie fragen, wie weit es heute noch trägt und wird man das heute noch braucht. Bedeutung von Präsenz finde ich nach wie vor enorm. Ich freue mich ja auch heute Nachmittag hier zu sein, um mit Ihnen hier zu diskutieren, auch Sie zu sehen und damit also nicht auf dem Video jetzt zu sprechen und das zu Hause zu machen, sondern wirklich hier live und vor Ort. Und das andere ist eben, dass man vielleicht auch gucken muss, was könnten andere Präsenzformen sein, jenseits von Vorlesungen und Seminar, dass man vielleicht auch rausgeht in die Gesellschaft. Ne? Also dieses, was bei den 68ern war, eben dieses Laboratorium, also dass man Dinge auch ausprobiert, dass man Hochschule auch begreift als Teil von einem Ökosystem, von Gesellschaft und rausgeht und sich da auch an Diskursen beteiligt. Ein Hinweis noch, da möchte ich jetzt, keine Angst, ich gehe da jetzt nicht im Detail drauf ein, aber wenn es um das Thema Online geht, also ich weiß nicht, wie weit hier schon gedient ist, aber Online-Lehre, dann ist, da gibt es auch viel Forschung aus der Psychologie und ein Modell nennt sich Community of Inquiry, also die Folien bekommen Sie ja, da können Sie das alles nochmal nachgucken und da gibt es eben auch sowas wie Social Presence und da ist nämlich dann die Frage, wie kann ich soziale Präsenz in der Online-Lehre erzeugen, ja, dass es kein Widerspruch sein muss. Ne? Aber es geht ja hier, das ist dann in der Mitte, dieses Educational Experience. Also wie kann ich, das finde ich auch ein sehr schöner Begriff, das wäre aber nochmal Stoff für einen eigenen Vortrag, diese Erfahrung, ne? wie kann ich die herstellen, also pädagogische Erfahrung. Und da kann man sich auch nochmal bedienen, ne? Weil das ist Forschung, das ist fundiert, das ist reflektiert und ist halt jenseits von so einer Hype-Logik wie bei den MOOCs von mir gezeigt. Meine Take-Away-Message, da habe ich auch ein bisschen drüber gegrübelt, aber ich finde die Formulierung gut, also ein bisschen Eigenlob, aber was ich jetzt so mitgeben möchte, zum Ende jetzt meines Vortrags, ist,
Es geht um Präsenz, es geht um Räume. Und das ist jetzt auch ein bisschen politisch, aber aktuell, der aktuellen Entwicklung geschuldet, weil ich denke, da müssen wir uns auch dazu verhalten, auch als Universitäten. Und deswegen bin ich zu dieser Formulierung gekommen, also Räume, und das kann alles sein, also auch digital, analoge, virtuelle Räume, postdigitale Räume, also wo vermischt wird, in denen ungeniert Hass und Lügen. Also dahinter steckt natürlich die ganze Entwicklung, die wir erkennen mit Alternative Facts, also ein Frontalangriff auf den Wahrheitsanspruch von Wissenschaft. Und dem sollte man nicht einfach so zusehen. Ne? Wenn dann öffentlich Klimawandel geleugnet wird, weil ich habe das Gefühl, das stimmt nicht, aber es gibt Studien, es gibt Fakten, interessiert mich nicht. Mein Gefühl sagt mir, das ist eine Erfindung der Chinesen. Ne? Und es ist einfach ja, eine Sache, wo man sich bekennen muss. Und mit Hass natürlich genauso, also dass man vor allen Dingen den sogenannten sozialen Netzwerk, weil die sind ja gar nicht so sozial, also wie man da miteinander umgeht, das eben auch zu besetzen. Und mit der Präsenz der Universität, und damit meine ich auch so ein bisschen das Erbe, ihre Bildungsverständnis, ihre Kultur, die natürlich auch mal wieder aktualisiert werden muss, da wollen ja nicht bei Humboldt stehen bleiben. Und dann ihre Fähigkeit der rationalen Weltorientierung. Ne? Und das ist auch nochmal so eine Abgrenzung zu dieser ganzen Emotionalisierung, was wir bei Fake News und Alternative Facts haben. Also dass man da auch das stark macht, diese rationale Weltorientierung, dass man eben an das schließt ja auch an Bildung an, dass man eben versucht, Themen zu durchdringen und die eben das auch zeigt, andere einlädt, also sich als Hochschule auch zeigt und eben diese Räume geht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist meine Take-Away-Message. Ich bin damit zum Ende, am Ende meines Vortrags. Ich danke sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich stehe jetzt noch für Fragen, Kritik, Beschimpfungen aller Art zur Verfügung. Vielen Dank.